Ich habe mir einen Tesla geholt und das ging total schnell. Und das erkläre ich in diesem Video. Ja, ich habe mir einen Tesla Model 3 geholt und irgendwie war das auch schon unabdingbar, denn ja, hat mich schon länger fasziniert. 2016 habe ich einen Palo Alto Model S gefahren. Damals war der Autopilot, glaube ich, relativ neu in den Staaten und war ein großer Hickhack, damit ich überhaupt fahren durfte, wegen Versicherung, weil die in Amerika anders sind als hier bei uns. Ende der Geschichte ist, ich durfte mit dem Tesla Model S mit Autopilot fahren, auf eigenes Risiko. Und dann hat die Tesla-Mitarbeiterin auch irgendwann gesagt, nehmen Sie Hände vom Lenkrad, der stoppt schon von alleine an der Ampel, machen Sie sich keine Sorgen. Und ja, da hatte ich doch schon ein bisschen Sorge, war aber auch total beeindruckt. Und Anfang 2019 habe ich mir in Los Angeles damals über Turo ein Tesla Model X gemietet, habe den da halt für ein paar Tage gehabt und fand den schon extrem nice, also hat mir gut gefallen. Ja, und jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann war ich dann halt fällig und jetzt habe ich mir das Model 3 geholt und es gibt ja Dutzende Videos hier auf YouTube, wo Leute das Model 3 erklären, die Features, das brauche ich, glaube ich, nicht nochmal machen. Was mich aber total beeindruckt hat, war der Kaufprozess, also alles online, der Vergleich, der kommt ja oft mit Apple und im Endeffekt, als ob ich ein iPhone bestelle. Ich habe da auch nicht viele Optionen beim iPhone, genau wie hier beim Model 3. Ich klicke mich durch und am Ende muss ich bezahlen. Es ist schon schräg, wenn man überlegt, dass das ja jetzt eben kein 1000 Euro Smartphone ist, sondern halt in der Basisausstattung fängt er ja bei knapp unter 40.000 an. Dann gibt es diverse Varianten und man kann sogar schnell irgendwie auch bei 60.000, 70.000 sein und alles mit ein paar Klicks. Naja, also der Verkaufsprozess richtig gut. Es gibt ja nicht so viele Optionen, es gibt drei Grundmodelle, vier oder fünf Farben. Also für mich war eh klar, es wird schwarz geholt. Dann kann man sich noch im Regelfall zwischen zwei Felgen entscheiden, also die, die standardmäßig drauf ist und noch meistens eine größere Anhängerkupplung. Dann noch die große Frage hier, Autopilot, erweiterter Autopilot, also Autopilot ist drin, erweiterter Autopilot, kurzer Aufpreis und volle Möglichkeiten für autonomes Fahren in der Zukunft kann man halt auch schon kaufen, auch wenn es aktuell noch nichts bietet, aber dann hat man alle Updates drin. Anfang März habe ich mir dann überlegt, ich hole mir den jetzt wirklich. Das war eine relativ spontane Entscheidung. Habe das dann nochmal mit dem Steuerberater durchgespielt, ob das halt auch Sinn macht und ob ich auf irgendwas achten muss und passte alles. Habe es dann dem Hansa auch noch erzählt, ein Freund von mir, der hat gesagt, oh, toll, kaufst du dir zum Geburtstag. Denn ich hatte Mitte März Geburtstag. War eigentlich nicht der Plan, aber ist eine schöne Geschichte. Ich kaufe mir einen Tesla zum Geburtstag, habe ich dann gemacht. Bin online gegangen, habe mich durchgeklickt und ja, dann war er bestellt. Dann habe ich am nächsten Tag noch mal mit Tesla telefoniert, weil wir wegen den Finanzen noch mal was klären mussten. Und dann hat der Kollege bei Tesla mir schon gesagt, passt alles, machen wir so. Wir haben auch schon ein Auto für dich rausgesucht. Das ist im Zulauf, im Container. Es kommt in, ich glaube, Bremerhaven oder so an. Wir machen hier die Fahrzeuggestellnummer, packen wir dir gleich in dein Online-Konto. Und dann musst du nur noch irgendwie die Abläufe online halt durchspielen, die da zu machen sind. Und dann geht alles seinen Weg. Als ich den bestellt hatte, da stand halt, der kommt im Mai. Wir waren jetzt halt also Mitte März und irgendwie, ich habe am nächsten Tag dann schon die Information gehabt, ich könnte den in der Folgewoche Samstag in Düsseldorf abholen, also knapp 10 Tage später. Ich war schon beeindruckt, das ist natürlich dem geschuldet, dass ja die Modellauswahl beschränkt ist und B hat natürlich Tesla auch ganz viele Daten und weiß zum Beispiel halt, weiß ich nicht, schwarz in der Ausstattung wird halt total oft bestellt. Die ganze Autopilot-Sache und autonomes Fahren kann man eh freischalten, weil die Hardware eh schon drin ist. Und da sind dadurch eben die Autos immer im Zulauf in den Containern. Und ja, dann war er auf dem Weg. Ich habe ihn angemeldet. Und eine Woche drauf, also praktisch 7 Tage wirklich später, kriege ich abends einen Anruf von Tesla aus Düsseldorf und die fragen, wolltest du den Wagen nicht schon morgen abholen? Weil ist schon da. Konnte ich nicht, einfach so spontan bin ich dann, wenn ich Projekte habe, auch nicht. Musste ich leider absagen, hätte natürlich gerne den Wagen früher als später gehabt. Aber das waren dann 7 Tage, nachdem ich mit dem Kollegen telefoniert habe, die letzten Sachen mit den Finanzen geklärt habe, konnte ich das Auto abholen. Das ist schneller, als ich mein iPhone bekommen habe nach der Bestellung.
Also es ist schon eine komplett andere Welt und dieser Bestellprozess, da muss man sich, glaube ich, dran gewöhnen. Und das ist auch was ganz anderes als in der klassischen, glaube ich, Automobilbranche. Ich habe auch noch nie einen Neuwagen gekauft. Das kenne ich halt immer nur von Freunden und Familie aus der klassischen Automobilbranche, wo man ja dann auch, glaube ich, den Listenpreis nie bezahlt. Und ja, dann handelt man und weiß auch nie, ob man den besten Preis rausgeholt. Ein Tesla ist wie Apple. Das ist der Preis. Friss oder stirb. Ja, am Ende bin ich jetzt sehr glücklich mit dem Wagen nach den ersten paar Wochen und der wird mich nach dem Plan aktuell die nächsten 4 Jahre begleiten, auch als rollendes Büro. Und ich werde da bestimmt noch das ein oder andere Video produzieren, jetzt auch wahrscheinlich kurzfristig. Also guckt gerne rein, abonniert den Kanal hier, macht die Glocke an. Und wenn ihr auch Lust bekommen habt und euch vielleicht auch einen Tesla kaufen möchtet, kann ja sein, dann habe ich meinen Referral-Code hier unten in der Videobeschreibung. Da bekommt ihr 1500 Kilometer freie Ladung an den Superchargern. Ich würde mich freuen, wenn ihr den nutzt. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald hier wieder auf meinem Kanal sehen.